So, hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Desktop. Ich habe es jetzt endlich geschafft, durch kurzes Gesuchen und leichte, einfach zu verstehende Produktionsvorgänge. Ich habe mir selbst geholfen, ich habe das ganz alleine hingekriegt, wie immer. Und ja, wir sind auf meinem Desktop, ich will ihn euch mal zeigen, weil er ist schön. Ganz alleine habe ich es geschafft, das jetzt hier anzufertigen. Da braucht gar keiner lachen, es ist so, ich schwöre. Und ja, ich wollte euch hier in diesem kurzen kleinen Tutorial-Video mal zeigen, wie das mit dem Community Cup funktioniert. Da gibt es ja einige Fragen, wie melde ich mich an, wie trage ich mich ein, wo checke ich mich ein, gegen wen muss ich spielen, was muss ich eintragen, wo kann ich wen erreichen, welche Map muss ich machen und warum laberst du eigentlich den ganzen Tag so viel Scheiße? Also, ihr wollt also, nachdem ihr gehört habt, der Pink, der Boy, der ich, der Typ, der will wieder einen Cup machen. Euer erster Weg ist euer Browser. Hier unten bei mir als Google Chrome. Da klickt man drauf, dann geht der Browser auf und dann geht man auf die Cup-Seite, die man sich entweder von meiner Facebook-Seite holt, aus dem Forum von Homer J, von Take, von MyStarCraft oder von was weiß ich woher. Und wir gehen jetzt hier auf die Cup-Seite. So, die Cup-Seite ist jetzt hier offen. Und was ist hier schon wieder los? Das, was jetzt hier steht, das blendet ihr bitte aus. Das ist ja bei euch, das sind jetzt hier Support-E-Mails. Und das beachtet ihr jetzt bitte nicht. So, ihr seid jetzt also auf der Mr. Pink Community Cup Seite angekommen. Und ihr fragt euch sicherlich, warum macht ihr überhaupt jetzt so ein dämliches, deppertes Tutorial-Video? Ich weiß doch, wie das geht. Ja, das ist schön, dass gerade du das weißt, aber es gibt eine Menge Leute, die wissen es eben nicht. Und für die machen wir das, damit eben nicht wieder so ein Tohuwabohu entsteht wie letzte Woche. Und das war nicht so schön. Oder wie vor ein paar Tagen. Also, ihr seid jetzt hier auf der Website angekommen, bitsperbeat.com/tff. Das ist halt hier. Eigentlich soll das TFF heißen, aber der Typ, der das hier gemacht hat, hier, ne, mit dem Personal, ihr kennt das, hat da TTF draus gemacht. Könnt ihn erschlagen. Und, also, ihr habt keinen Account auf dieser Seite. Dann wird hier oben irgendwas stehen von wegen Register, Create Account oder was auch immer. Und das erkläre ich euch nicht, wie man sich hier einen Account erstellt. Ich denke mal, wer sich auf Facebook, YouTube oder auf YouPorn und StudiVZ und so weiter einen Account erstellen kann, der kann sich auch hier einen Account erstellen. Also macht ihr das erstmal. Ihr kommt auf die Seite und erstellt euch hier den Account und dann erstellt ihr euer Profil. Und ganz wichtig, in eurem Profil müsst ihr eintragen eure StarCraft-Accounts, also bei mir US und EU. Mit Name und ID, ganz wichtig. Wie das einzutragen ist, steht dann da auch. Also mit hier, ne, der Name und ID, tralala. Dann habt ihr euch schon mal auf der Webseite eingetragen. Und mit dem Account, den ihr hier für das Bits per Beat System erstellt habt, könnt ihr bei jedem Cup mitmachen, der auf dieser Plattform läuft. Das wäre nicht nur hier der TTF bzw. TFF Cup, sondern man könnte auch hier zu SC2 gehen. Das ist nämlich der Craft Cup. Da könnt ihr dann mit demselben Account euch genauso verhalten wie auf meiner Seite. Ihr könnt euch da eintragen, ihr könnt euch da einchecken und alles und so weiter. Ist genau das Gleiche. Aber wir wollen ja hier das für meinen Cup erklären. Genau. Und bumm, da sind wir wieder. So, ihr habt jetzt also auch mitbekommen, also ihr habt jetzt hier einen Account auf der Seite erstellt, angelegt mit eurer StarCraft-ID und so weiter. Das ist schon mal Punkt 1. Das, wenn ihr das geschafft habt, ist das schon mal super. So, dann habt ihr jetzt, wie gesagt, von mir auf dem Stream oder auf Facebook oder von irgendwem gehört, hey, hier der Pink, der alte Homo, der gar keiner ist, der macht wieder einen Cup. Dann geht ihr auf die Seite, wie gesagt, und dann seht ihr hier, oh, Dezember 30.2011, 18 Uhr UTC. Da kommt wieder die nächste Stolperfalle, denn da kommt wieder einer und schreibt mich an, ey, auf der Cup-Seite steht 18 und auf deiner Facebook-Seite 19 Uhr. Wann geht's denn nun los? Da, Lunga Padawan, sage ich dir, dass das Ganze hier auf, ich weiß nicht, auf welchem Kontinent die Seite hier läuft. Auf jeden Fall ist nicht alles so ganz deutsch. Ihr seht ja auch hier, man kann ja kein Euro, sondern nur Dollar eintragen. Die Adresse ist com und nicht de. Also es ist so ein bisschen eine andere Zeitzone, die hier angezeigt wird. UTC, keine Ahnung, was das jetzt heißt. Wir wohnen in CET, wir aus Deutschland. Und 18 Uhr UTC ist gleich 19 Uhr UTC. Zur Sicherheit gäbe es ja auch hier noch den Countdown, der ganz groß hier herunter tickert. Wenn nämlich zum Beispiel mich einer um 17 Uhr fragt, ist der Cup nun um 18 oder um 19 Uhr oder aber hier noch 2 Stunden steht und wir haben es gerade 17. 17 Uhr plus 2 Stunden könnte 19 Uhr sein. Bin mir aber nicht so ganz sicher.
Also falls ihr euch dann auch nicht so ganz sicher seid, ihr habt ja hier nochmal den Countdown. So, 30 Minuten bevor der Cup losgeht, also 17:30 UTC oder 18:30 CET wäre dann unsere Zeit, dann könnt ihr hier auf diesen Button draufhauen. Nein, gar nicht wahr. Erstmal müsst ihr euch hier eintragen. Entschuldigung, kurz einen Schritt zurück. Ich habe das jetzt hier schon gemacht, weil ich das, wie gesagt, vorhin schon mal aufgenommen habe. Ich kann mich aber leider nicht mehr austragen. Also, wenn ihr hier den Account erstellt habt, hier der Cup läuft oder angezeigt wird, wann der kommt, dann könnt ihr hier auf das Feld Sign In klicken. Wenn ihr auf Sign In geklickt habt, dann steht ihr hier in der Teilnehmerliste, so wie ich jetzt auch hier drin stehe, weil ich mich vorhin schon mal eingetragen habe, weil ich das Ganze ja schon mal aufgenommen habe, was ja dann aber leider für ein Arsch war. So, dann steht ihr jetzt hier in dieser Teilnehmerliste drin. Da kann man auch hier schon mal gucken, wer so mitmacht. Ja, hier, toll. Und dann hier oben der Status, Check-in, noch nicht. Ja, weil der Check-in läuft ja noch nicht. Check-in quasi wie für ein Hotel oder für einen Flug auf dem Flughafen. Da muss man ja auch, was weiß ich, ein paar Minuten vorher da sein, damit die einen mitnehmen im Flugzeug von der Flughafenfabrik. Und dann läuft halt dieser Check-in 30 Minuten vorher, also von 30 Minuten vorher bis zum Start. Also von 18:30 bis 19 Uhr kann man hier auf Check-in drücken und dem System somit signalisieren, ey, ich will mitmachen. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann klickt wie gesagt auch hier drauf und dann macht bitte auch mit. Dann verändert sich quasi hier von Not Yet auf grüner Haken und dann steht dahinter Checked-in. Dann müsst ihr mitspielen. Und dann, bitte fragt mich auch nicht dann wieder um 18:45 Uhr, ey, ich bin eingecheckt, wann muss ich spielen, wann kommt endlich mein Gegner? Lacht nicht, solche Fragen gibt es wirklich, deswegen mache ich das ja jetzt hier. Und ihr müsst dann halt warten, bis der Check-in abgelaufen ist. Also bis mindestens 19 Uhr, wenn er um 18:30 Uhr angefangen hat, 30 Minuten geht das Ganze, also bis 19 Uhr warten, ganz einfach. So, wenn dann halt 19 Uhr ist, dann kann ich hier auf der Cup-Admin-Seite, die ich euch jetzt hier nicht zeige, das Turnier starten. Wenn das Turnier gestartet ist, das wie gesagt, was hier steht, das denkt ihr euch weg, das seht ihr gar nicht. Dann kommt hier in der Mitte nochmal so ein weiteres Dings, was ungefähr so aussieht wie das hier, wo halt die Brackets stehen und die Playerlist. Also von den Leuten, die eingecheckt sind. Und die Leute, die nicht eingecheckt sind, die stehen da auch noch, aber die interessieren euch ja nicht, weil die machen ja eh nicht mit. So, dann habt ihr hier das Bracket. Und ich glaube, spätestens wenn ihr aufs Bracket klickt, dann würde jetzt, wenn ich jetzt eingecheckt wäre und der Cup auch laufen würde, dann würde jetzt hier, ihr müsst euch jetzt wieder vorstellen, dass da so ein kleines Fensterchen aufpoppt, wo dann steht, your opponent in, also dein Gegner in Runde sowieso ist der und der, dann steht dann nämlich dann der Name und die ID. Und darunter ist dann halt nochmal so ein Feld hier, wo man halt dann quasi das Ergebnis reporten kann. So, dann also, wenn ihr wisst, gegen wen ihr spielt und in welcher Runde ihr spielt, dann addet ihr entweder den Typen mit Name und ID im Battle.net, also im StarCraft, oder aber, was ihr alternativ auch probieren könnt, ihr könnt im Battle.net in diesen Channel hier kommen, wo der Gegner eventuell schon drin ist. Und dann macht ihr Rechtsklick auf den Namen, Chat, und dann schreibt ihr hin, hey, hier, ich bin Mr. Pink, wir müssen jetzt spielen. Und wenn ihr aber Glück habt und ihr dann euch hier auf der Seite den Namen IT geholt habt und in StarCraft zurückgeht, habt ihr vielleicht schon Glück und der Typ war schneller als ihr und hat euch schon zuerst angeschrieben. Das ist dann toll. Und ja, also entweder addet ihr den Typen direkt oder den Spieler direkt per ID oder ihr kommt hier in den Channel rein. Was ihr allerdings nicht machen dürft, ihr kommt einfach in den Channel, guckt, ob der da ist und der ist nicht da und dann sagt er, der ist nicht da, ich habe jetzt gewonnen, ist nicht. Ihr müsst den Typen, den Spieler adden. Das, was wir hier anbieten mit diesem Channel, das ist nur eine Erleichterung, um halt die Leute nicht adden zu müssen. Denn bei mir wäre das zum Beispiel ein Problem. Meine Freundesliste ist voll. Ich muss immer wen löschen, wenn ich wen adden will. Deswegen haben wir gesagt, hier komm, machen wir doch einfach auch mal so eine kleine Chatgeschichte und dann ja, kann man da zwischendurch noch ein bisschen schreiben. Ich kann dann da auch reingehen und mir die Leute rausziehen. Von wegen hier, ich suche noch einen Spieler in der und der Runde, kann mir einer mal einen Invite geben und so weiter und so fort. Finde ich, ist eine gute Sache. Also da könnt ihr hingehen, um halt dann da eventuell auch eure Spieler zu finden. Ansonsten kriegt ihr die halt per Name ID angezeigt. So, dann spielt ihr also euer Spiel. Halt, wir gehen nochmal kurz hier in das, ja, hierhin nochmal. Dann spielt ihr quasi euer Spiel. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier Hebrot und ich spiele gegen Enrage. Ich habe ihn angeschrieben, er hat mich angeschrieben, scheißegal, Hauptsache wir haben Kontakt. Und dann heißt das ja hier in Runde 1, ja, welche Map müssen wir denn spielen? Alles klar, gucken wir in die Regelseite. Da steht drin, Runde 1, Arid Plateau. Alles klar, weiß man Bescheid, sofort, jeder weiß das, hier muss ich die Map aufmachen. So, dann geht ihr wieder ins Spiel rein, spielt euer Spiel
Und dann, ganz wichtig, das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist nämlich das, was die letzte Woche so ein bisschen oder den letzten Cup so ein bisschen da zur nervenaufreibenden Sache gemacht hat. Ihr müsst das Spiel reporten, also abschließen, und zwar beide. Ganz wichtig, der Sieger und der Verlierer, das müsst ihr dann wieder auf dieser Seite eintragen, ne, die ihr euch jetzt gerade immer noch vorstellt, wo steht, du bist in Runde sowieso, du musst gegen den und den spielen, da ist die ID und unten müsst ihr das Ergebnis eintragen. Das ist ganz wichtig, dass beide das machen. Denn wir hatten es halt letzte Woche oder beim letzten Mal, dass halt nur der Sieger eingetragen hat und der Verlierer hat sich gedacht, Scheiße, ich bin ausgeschieden. Klack. Und das ist der falsche Weg, weil das System dann nämlich nicht weiß, ob das Spiel noch läuft oder nicht. Und solange wie eben Runde 1 nicht abgeschlossen ist, wir machen das mal eben wieder auf, solange wie diese Runde 1 nicht abgeschlossen ist, das heißt, dass jedes Spiel hier geschlossen wurde, kann das hier nicht losgehen. Und da war letzte Woche halt richtig viel Stress, weil 8, 9 Leute vergessen haben, hier das Spiel zu reporten oder eben falsch reportet haben. Das kann man nämlich auch machen. Denn der Sieger schreibt sich halt eine 1 hin. Das ist halt wie so ein Fußballergebnis. Rechts steht ein Name und ein Feld und links steht ein Name und ein Feld. Und da muss man halt entsprechend auf der Siegerseite die 1, auf der Loserseite die 0 eintragen. Und wenn beide das gleiche Ergebnis gereportet haben, dann sieht das System, aha, beide haben das gleiche Ergebnis eingetragen. Das scheint okay zu sein. Und dann bumm, ab geht's. Und manchmal gibt es halt auch Leute, die sagen dann, oder die machen das mit Absicht, manche machen es halt wirklich falsch, die tragen das falsche Ergebnis ein. Und auch dann kriegen wir hier oben wieder eine Meldung, hier, bum, bum, das und das Spiel, da passt was nicht, guckt euch das mal an. Deswegen ganz wichtig, reportet beide, Sieger und Verlierer und beide bitte auch richtig reporten. Wenn ihr verloren habt, dann habt ihr halt verloren. So, dann geht's weiter ins Grid. Wenn das jetzt hier alles abgeschlossen ist, ist ja jetzt klar, ne? Also ihr habt euch jetzt angemeldet auf der Seite, ihr habt euch eingetragen, ihr seid eingecheckt, ihr habt euren Spieler gefunden, ihr habt die Map gespielt, die euch gesagt wurde, laut Regeln, ihr habt das Spiel reported, so wie man es soll. Und wenn ihr das alle hier gemacht habt, dann geht das hier los, automatisch, Runde 2. Es geht genauso wieder weiter, dann kriegt ihr wieder angezeigt, hier, du bist jetzt in Runde sowieso, du musst gegen den spielen. Und das Blöde ist jetzt aber hier in dem System, ist das halt so, dass der Upgrid will, dass ihr BO3 spielt. Das können wir aktuell leider auch noch nicht ändern. Aber dafür gibt es auch wieder eine Regel und die steht hier, dass bis zum Viertelfinale Best of One zu spielen ist. Also ein Spiel. Das System will aber, dass ihr BO3 spielt und ihr könnt es ihm vorgaukeln, indem der Sieger einfach 2-0 einträgt und der Verlierer 0-2. Weil BO3 muss ja einer 2 Punkte haben, ganz klar. Man könnte theoretisch auch 2-1 und der andere 1-2 eintragen, aber wenn dann halt wieder von beziehungsweise wenn dann ein Spiel gelaufen ist und einer trägt 2-0 ein und der andere dann 1-2, dann sagt das System wieder, nein, da ist wieder eine Abweichung, das passt nicht. Deswegen sagen wir, tragt 2-0 ein, weil das System eben davon ausgeht, dass es ein BO3 zu sein hat. BO3 ist aber, wie gesagt, erst ab dem Viertelfinale. Also, Viertelfinale ist hier zum Beispiel Sudus Schneitzel, Blacky Kreluk und Terminator Dönidon. Ja. Und hier ist hier unten noch Marendal gegen I'm Smurfing. Viertelfinale, ich zeig's euch nochmal. Hier, ne, hier Runde 4 quasi. Ab hier ist dann quasi BO3 und ab hier müsst ihr dann auch das Ergebnis richtig eintragen. Also quasi, wenn es hier ja BO3 ist, dann müsst ihr da eintragen, je nachdem 2-0, 2-1 oder 1-2, 2-0. Und alles, was davor ist, bis Runde 4, wird 2-0 oder 0-2 eingetragen. Ganz einfach. Kapisch? Ja, Leute, was da los? Muss doch einfach sein. Das kann ich, wie gesagt, leider aktuell nicht ändern, aber hier steht es, wie gesagt, nochmal drin. Bis zum Viertelfinale ist BO1 und weil das System es so möchte, tragt ihr halt 2-0 ein. Das steht aber auch alles hier in der Regelseite drin. Trotzdem fragen einem die Leute, weil sie halt eben keine Lust haben, zu faul sind, das zu lesen, spammen sie halt da die Leute zu und das war letzte Woche halt ein bisschen nervig, weil dann halt noch dazu kam, dass halt sich die 8 Leute nicht gemeldet haben, dass halt die Spiele nicht reportet waren und alle knallen einen zu. Ja, wann geht's endlich weiter? Mäh, wir warten schon die ganze Zeit. Mäh. Ja, ist dann halt einfach so. Also, ihr wisst jetzt, wie man sich anmeldet, wie man sich einträgt, wie man sich eincheckt, auf welcher Map man spielt, gegen wen man spielt, wie man reportet, ab wann BO1 und ab wann BO3 und das Finale ist Best of 5 und so weiter und wie das mit dem Eintragen geht, wisst ihr jetzt auch. In welcher Runde welche Map zu spielen ist, wisst ihr. Dann gibt es noch eine weitere Geschichte. Aktuell machen wir den Cup nur bis Diamond. Das heißt, One-on-One Bronze, Silber,
Gold, Platin und Diamond. One-on-one darf mitspielen. Alles, was höher ist als One-on-One Diamond, also Master oder Grandmaster, darf zwar oder kann sich theoretisch eintragen, aber wenn ihr dann halt seht, in der Lobby, alles klar, der Typ ist Master, dann könnt ihr dem gleich sagen: Edge, ich brauche nicht gegen dich spielen, ich habe jetzt gewonnen. Und wenn er dann rummeckert und rummosert, braucht ihr da gar nicht drauf eingehen. Ihr könnt ihm sagen, hier auf der Regelseite steht das so, das Turnier ist bloß bis Diamond und dann ist die Sache gut. Dasselbe hatten wir ja letztes Mal beim Gladiator, der hatte da einen Mastergegner, der konnte ihm die lange Nase zeigen und sagen, ey, ich habe gewonnen. Später werden wir irgendwann vielleicht auch nochmal Turniere machen, die für alle zugänglich sind. Dann werden wir diese Regel hier auch entfernen und dann ist das, was ich eben gesagt habe, hin natürlich hinfällig. Aber aktuell ist es halt so, jeder, der höher als Diamond ist, darf nicht mitmachen. Und kommt mir auch nicht wieder an, auch das hat es gegeben, dass sich da jemand beschwert hat. Da war nämlich ein One-on-One-Platin-Spieler und der war im Turn-2 bis zum Four-on-Four war er Master. Und der Spieler hat gewonnen. Und dann sagte der dann, ja, der ist doch aber Tour und Tour und überall Master, hier kannst du den nicht rausschmeißen, der ist doch voll gut und so. Und nö, kann ich nicht, weil der eben im One-on-One-Platin ist. Und das ist das, was uns interessiert. Und dazu kann ich euch auch nochmal sagen, alle wissen das oder fast alle wissen das, die Tour und Tour, 3 und 3, 4 und 4 Master-Abzeichen, die sind nichts wert. Das kann jeder kriegen, der mit ein, zwei Leuten guten, also mit ein, zwei guten Leuten zusammenspielt, sich durch die Placement-Matches rascht, da mal eben einen 4-0 oder einen 4-1, 5-0 macht, da einen Master zu kriegen, das schafft jeder. Und deswegen hat das gar nichts zu sagen, großartig. Deswegen nehmen wir da auch keinen, legen wir da keinen Wert drauf. Alles, was halt, ne? Es geht nur um die One-on-One-Einstufung. So, also wisst ihr jetzt auch, dass wir gegen wen ihr zu spielen habt. Also bis wann maximal so. Ja, ich denke, das war's eigentlich. Wenn es doch noch irgendwie Probleme geben sollte, was natürlich immer mal wieder vorkommen kann. So, jetzt ist halt hier wieder die Seite am Abkacken. Das ist natürlich toll, wenn man hier ein Tutorium machen will, wie der Schlendi das immer sagt. Dann könnt ihr entweder als ersten Schritt hier nochmal auf die Regelseite klicken, da wo wir eben gerade waren. Da steht wirklich alles drin. Eigentlich. Mir fällt jetzt nichts ein, welches Problem nicht durch die Regelseite geklärt wird. Natürlich gibt es trotzdem immer noch mal wieder Probleme von wegen der Spieler ist nicht da oder der Spieler ist zu spät, der Spieler hat das falsche Dings reported. Aber wenn ihr halt Probleme habt, die ihr halt durch das Regeln oder irgendeine Frage habt oder sowas, die sich halt eben nicht durch das Lesen der Regeln klären lässt, dann geht ihr hier hin. Wenn ihr keinen Merk oder NetTalk oder was weiß ich installiert habt, dann könnt ihr trotzdem in den Chat kommen, indem ihr einfach hier draufklickt. Dann geht nämlich ein weiteres Fenster auf. Dann tragt ihr hier irgendeinen Namen ein, klickt auf Join Chat und dann schreibt ihr hier unten eure Frage hin. Dann seid ihr jetzt hier im Webchat von dem Cup und normalerweise ist dann auch der Ziel hier, also ich schreibe nochmal die Namen hier hin, Ziel oder Seed System. Das sind die zwei Head-Admins, die halt hier die ganze Sache in der Regel unter Kontrolle haben und eure Fragen beantworten. Wenn euch das immer noch nicht weiterhilft, wenn ihr dann immer noch ein Problem habt, dann könnt ihr auch hier hingehen zum Support. Und dann klickt ihr hier auf Problems Concerning Tournaments und dort könnt ihr dann eintragen, was ihr für ein Problem habt. Und erstmal könnt ihr dann, wenn das Turnier läuft, dann kann man hier auch einen Namen auswählen. Aktuell läuft keins, also kann man hier auch keinen Namen auswählen. Könnt ihr dann den Namen auswählen und hier welches Problem? Mein Gegner reportet das Ergebnis nicht, mein Gegner ist nicht da, mein Gegner verstößt gegen die Regeln oder irgendwas anderes. Dann machst du hier bla 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 und dann kriegst du hier auf Submit und dann krieg ich hier wieder irgendwas angezeigt, von wegen hier mein Schuh drückt oder ich kann nicht abwischen, kannst du mal kommen. Sowas kommt dann da hier hin. Und zu allerletzt, wirklich als letzte Instanz, könnt ihr auch mir was schreiben, direkt hier im ISC oder im Battle.net. Weil ich bin ja eh die ganze Zeit an einem StarCraft drin, aber fragt bitte, beziehungsweise guckt erstmal auf die Regelseite. Wenn das nichts hilft, geht in den Chat, fragt Ziel oder Seed. Und wenn das nicht hilft, macht immer noch eine Supportanfrage, was im Grunde aufs Gleiche hinauskommt, als wenn ihr jetzt Seed oder Ziel im ISC fragt, weil die beide das ja auch lesen können, was hier oben steht. Ist quasi das Gleiche. Und ja, dann habt halt ein bisschen Geduld, weil wenn da eben 100 Leute einchecken und 20.000 Leute davon ein Problem haben und alle gleichzeitig rumschreien, ja, müsst ihr halt mal eine Minute Geduld haben, aber ihr könnt euch sicher sein, dass da jedes Problem eigentlich gelöst wird.
So, was kann ich euch sonst noch sagen? Wie gesagt, wir rekapitulieren nochmal. Ich habe euch gesagt, wie ihr euch anmeldet, wo ihr euch anmeldet, wie ihr euch einschreibt, wie ihr eincheckt, wie ihr euren Gegner findet, auf welcher Map ihr spielen müsst, was ihr danach zu tun habt, wenn ihr Probleme habt, wo ihr hinkommen könnt. Und ich denke, das sollte reichen. Mir fällt jetzt spontan nicht nochmal irgendwas ein. Während ich das Ganze hier gerade übrigens erzählt habe, habe ich gerade gesehen, haben sich noch mal ein, zwei Leute eingetragen hier auf der Cup-Seite, nämlich Blind Rage und Subhead, glaube ich, die sind gerade frisch dazugekommen. Ja, ich denke, das war's eigentlich. Dann haben wir eigentlich alle eine gute Zeit, wenn alle das so befolgen, wie ich das hier. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, wie man hier damit Probleme haben kann, aber scheinbar gibt es halt echt Leute. Die haben halt keinen Bock, mal eben zwei Zeilen zu lesen, sondern die machen hier Chat auf, Ping, Hilfe, Scheiße. Alles ist sinnlos, quasi. Das ist quasi genau der gleiche Zeitaufwand, als wenn man hier eben einmal kurz reinguckt, was steht denn dazu überhaupt drin? Denn wie gesagt, wir gucken uns das nochmal alles an. Hier steht alles drin. Hier steht, bis wann BO1 ist. Hier steht, was ihr wo reporten müsst. Hier steht, in welcher Runde welche Map gespielt wird. Hier steht, welche mitmachen dürfen. Hier steht, wie das funktioniert. Hier anmelden, einchecken, spielen. Ein Punkt könnte man noch dazu nehmen, reporten und dann halt wieder spielen, je nachdem, ob man gewonnen oder verloren hat. Hier nochmal BO1 bis Viertelfinale, BO3 Halb und Viertel, BO5 Finale. Und Verspätungen von mehr als 15 Minuten ist ein Deathloss. Also wenn ihr euren Kontakt hergestellt habt zum Gegner oder ihr versucht es und der Typ ist nicht da, der ist offline, AFK, reagiert nicht, ja, dann könnt ihr halt quasi das halt als Deathloss quasi beantragen. Oder wenn einer rausfliegt mitten im Spiel, dann bekommt ihr, das erklärt sich alles von selbst, das brauche ich gar nicht vorlesen, eigentlich. Ihr könnt euch das selbst durchlesen. Und hier nochmal der Map-Pool halt, ne, wenn halt hier ab Viertelfinale ist das Ganze ja BO3, die erste Karte ist vorgegeben. Nehmen wir mal an, hier Scrap Station, Wombat gegen Pink, Viertelfinale, Pink gewinnt natürlich, dann darf sich Wombat hier die zweite Karte aussuchen. Bumm, dritte Karte gibt's nicht, weil ich die zweite auch gewinne. Ganz einfach. So, das Ganze dann nochmal hier, die Do-Nots. Nicht cheaten, nicht hacken, kein Bug-Abuse, kein Multi-Account. Multi-Account heißt, dass man hier mit mehreren Accounts mitspielt. Dann keine dummen und unnützigen Support-Anfragen, kein Geflame, kein Whine und dann halt auch wichtig, eine Karte in einem BO3 oder 5 mehr als einmal zu spielen, ist auch verboten. Dann halt hier ganz wichtig, vergesst nicht euch ne, da nach der Sieg oder Niederlage da das Ergebnis einzutragen und so weiter. Replays alle speichern, aber ich brauche es nicht vorlesen. Wie gesagt, lesen könnt ihr, denke ich, alle selbst. Und das ist eigentlich ganz einfach. Mr. P. Community Cups, super easy, easy going. Spaß haben, Spaß haben, Spaß haben. Dafür machen wir die ganze Geschichte. Und ja, ich denke, das war's jetzt aber wirklich. Ich habe jetzt alles nochmal schön erklärt. Wer jetzt noch ein Problem hat, oh, nochmal zwei Leute. Hier, guck mal, kann ich gleich nochmal erzählen. Wer hat sich denn nochmal eingetragen? Ich hoffe, dass Wombat mal mitmacht. Max, Zerg und Abydos. Hey, herzlich willkommen. Ja, wer jetzt noch Fragen und Probleme hat, den schmeiß ich raus. Der fliegt raus. Ich beantworte teilweise solche Fragen, manchmal, weil die einfach, ehrlich, die sind einfach zu dumm. Also die Frage. Ich meine, es gibt eigentlich keine dumme Fragen, sondern nur dumme Antworten, ist klar. Aber ihr wisst halt, wenn einer fragt, wann geht's nochmal los? Wo ist die Seite? Auf welcher Map muss ich spielen? Das gibt wirklich solche Leute, die machen sowas. Weißt du, die fragen einen, welche Map ist denn jetzt dran? Dann sag ich, guck doch auf die Regelseite. 5 Minuten später, welche Map ist denn in Runde 3? Guck doch auf die Regelseite. Und das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Das nervt dann halt auch irgendwann. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wenn man halt hier eh Stress, ich muss ackern, ne, im Stream Stress da halt ist und dann fragen halt die Leute solche blöden Fragen, obwohl es doch hier alles steht. Leute, was ist da los mit euch? Seid ihr AFK? Macht ihr überhaupt noch mit? Und genau deswegen mache ich das jetzt hier alles hier. Für euch, kleinen Schnuckis, Häschen, meine Schäfchen. Und ja, jetzt höre ich aber wirklich auf. Ich habe es jetzt hier erzählt. Ich erzähle es jetzt nicht noch ein drittes Mal. Und wir haben jetzt wieder 25 Minuten hier gequasselt. Und jetzt höre ich auf. Wir sehen uns dann spätestens hier wieder am 30. um 18 UTC oder 19 CET. Zur Not gibt es noch den Counter, wenn ihr nicht wisst, wann es nur genau losgeht. Und am Dienstag ist nochmal ein Silence Cup, kann ich euch nochmal sagen.
Das Tutorial gilt hier übrigens für alle Cups halt, ne? Ich werde jetzt nicht für jeden Cup so ein Ding aufnehmen, sondern das könnt ihr auch für alle multifunktional immer verwenden. Diese eine Regel halt mit den Mastern, das ist halt dann so eine Sache, ne? Wenn das halt soweit ist, dann werde ich das auch nochmal groß bekannt geben und die Regel halt entsprechend für den Cup entfernen. Aber noch ist es nicht soweit. Ich sage auf Wiedersehen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe auf euer Verständnis und ich hoffe, ihr habt Verständnis für mich. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich muss jetzt hier erstmal hier, weiß ich nicht, irgendwas machen. Tschüss.